Und er hat wieder zurück bei Seven Days. Schauen wir mal, wie es hier gesamtmäßig aussieht. Hat sich nicht viel verändert? Nö, eigentlich gar nichts. Genau. Hätten die 11 Sekunden mal gezählt, ne? Dann wären wir zeitgleich. Ja. Wäre lustig. Aber egal. Galatin hat gerissen. Jetzt geht's natürlich los. Böse geile Chaya nimmt man hier fette Brett. Nimmst du? Ja, ich denke mal einen Costa werde ich hier mal nehmen. Ja, ich denke auch, ich werde einen Molly nehmen. Okay. Mollema hat halt auch volles Haar. Mhm, ja klar. Ach, Pascal. Ich denke mal, dass... Wir sind ja bei Pizza Meat sogar. Richtig. Aber wir müssen halt den Anfang wieder simulieren, ne? Ja, klar. Aber Freunde, ihr merkt, langsam, ne? Geht's los. Ja, langsam geht's ins Zentralmassiv. Ja, das ist korrekt. Gerard Meyer ist der Zielankunft heute. Du bist ein Punkt besser im Zeitfahren und ein Punkt besser im... Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Okay. Bevor er schon nicht aufgefallen ist, bei dem Spiel gibt's nur fliegende Start, ne? Hey! Naja. Arschloch. So. So, fertig? Jo. Super. Ja, Freunde, und wieder der Simulationsmaster. Der Simulationssimulator. Lars, oh, Lars Boom, guck mal hier. In der Spitzengruppe, zusammen mit Jan Backeland und einmal mehr mit dem Costa Ricaner. Ich weiß den Vornamen gerade nicht, Amador, keine Ahnung. Bestimmt Andres. Ich habe irgendwie Amael im Kopf, aber das passt irgendwie ja, nicht. Krank. Auf jeden Fall, ja, jetzt seht ihr es, Hügel-Etappe. Ja. Also, gerade gegen Ende hin dann. Ne? Hier sind auf der Geraden sind hier viele kleine Küppchen. Aber mehr auch nicht, das ist nichts, ja. Richtig. Was guckst du? Nix. Okay, Kinder. Ich muss gucken. Ja, und wie wir festgestellt haben, Deutschland hat heute gegen Ghana 2-2 gespielt. Korrekt. Das wird dann schon ein paar Tage her sein. Was? Das wird ein paar Tage her. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie viel Abstand haben wir mit Abstand? 5,5 Minuten. Ja, wenn es gut läuft, dann werde ich doch zum Boom wechseln. Ach, aber. Na, mal gucken. Schauen wir mal. Na gut, ja. Man wird sehen. Die Sprintermannschaften werden heute auf keinen Fall arbeiten. Nee, ich denke auch nicht. Das ist endlich mal ein bisschen Ruhe da vorne. Ja. Was ist so schlimm mit den Sprintern? Weil wie viele Etappen hat denn jetzt der Cavendish eigentlich schon gewonnen? Ich glaube 6. Spaß beiseite, er hat doch alle Sprintetappen für sich entschieden. Außer die erste. Mal ohne Witz, ey. Ja, stimmt schon. Krass, krass, krass. Der Backelanz. Nee, ja, aber es ist krass, ey. Sobald die Sprintermannschaften dabei sind, da geht's Tempo so brutalst hoch. Ja. Das ist nicht normal, Alter. Ey, was ist los mit dir? Nee, schon heftig. Langsam schwindet auch der Vorsprung. Ja. Aber manchmal geht's auch wieder höher. Manchmal holen die, keine Ahnung, werden schneller, dann wieder langsamer. Dann, aber es ist. Jetzt geht's gerade ein bisschen runter. Richtig. Gut, aber jetzt kommt auch gleich eine Sprintwertung. Manchmal drehen die da irgendwie durch. Aber gut, das wäre ein bisschen früh. Ja, aber, ja, Sebastian. Meinst du? Ja, mal gucken, wer Sprinter dann gewinnt. Wahrscheinlich erstmal die drei aus der Spritzengruppe und danach das Feld. Ja, genau. Aber 20 Punkte gibt's dafür. Ja. Yeah. Cool. Ist aber nicht viel. Aber ah, wobei es geht eigentlich. Ich glaube, ich habe so viel, wie man für einen Etappensieg kriegt. Also, ja. Lohnt sich schon. 45 Punkte oder so. Aber hier, guck mal hier, boom. Da lass boom. Er macht's. Boom. Andrei Amador heißt er. Und dann Peter Sagan, former Cavendish und ja. Christoph. Ja. Aber sie geben alles für die Punkte, Freunde. Richtig. Was hätten wir jetzt dabei? Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wie sieht der Abstand nochmal aus? Der Abstand liegt bei 3 Minuten 40. Ja, gut, das reicht nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal, bevor wir die Etappe beginnen. Ja, und das sieht ja auch nach einer ziemlich eindeutigen Sache aus. Da wird nicht mehr viel anbrennen. Nee. Für Mark Cavendish. Marco. Außer er muss in den Bergen aussteigen. Das wäre natürlich noch das Einzige, was passieren könnte. Aber ansonsten sag ich mal. Jetzt steigt die Karte. Rom geht's auch noch einigermaßen gut. Ja, aber da kommen jetzt halt noch die Hügel, ne? Mhm. Aber man merkt an seinem gelben Balken auf jeden Fall schon, dass er
vorne war. Ja. Wenn man mal die anderen vergleicht, ne? Jo. Weil 3 Minuten echt noch krass sind, ey. Gut. Das können, ja, aber das ist halt ein Lecker, fahren wir. Steige mal ein, ne? Ja. 3 Minuten hast du. Good luck. Mit dem Boom. Good luck. Mit dem Boom, ey, Alter. Das hast du mir jetzt voll eingeimpft, das Boom. Ja? Ja, ist natürlich Lars Boom und nicht Boom. Ach so. Was meinst du? Ja. Daumen hoch. Okay, ich möchte nicht, dass meine Mannschaft vorne fährt. Ich weiß, sie würden das gerne tun. Aber ich möchte das einfach nicht. So, hier war das Splint hier gerade. Irgendwie immer, wenn du da Rest was machst, geht das Profil weg. Das kann sein. Er ist ein reiner Rouleur. Profil. Profil? So viel. So. So, und gleich geht's nach oben. Richtig. Ja. Möchtest du über deine Taktik reden, Sebastian? Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine. Ja, ich will jetzt, also gut, mit Mollema werden wir eh nur, also mit deinem auch. Wer hast du? Costa. Costa. Wohl Costa. Ja, du wirst eh dranbleiben müssen, so wie ich, denke ich mal. Ja, glaube nicht, müssen wir schauen. Also es sind ja 3 Anstiege. Ich glaube nicht, dass die dich oder mich ausreißen lassen. Wahrscheinlich nicht. Ich mach davon aus. Richtig. Ich bin also überlegen, ich finde es interessant, dass die Mannschaft vom Chavanel überhaupt kein Tempo macht. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Boden nehmen soll. Weil die haben 3 Minuten, ey. Ja, es ist schon einiges. Wer fährt da? Das ist der Konter. Kreuziger. Der macht noch Tempo, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Wahrscheinlich auch Contador heute mit Motivation. Ja, das sind 2 Stück. Ja, Roach ist also der andere. Also die machen Tempo für Contador. Der hat scheinbar heute was vor. Rollio auch. Und Port fährt auch. Richtig. Also auch die von Movistar sehe ich hier. Isagere. Also auch Valverde. Natürlich heute top motiviert. Er kann im Flachen auf kurzen Anstiegen oder Bruchgebirge glänzen. Aber wenn es im Ziel Mann gegen Mann geht, sollte man sich nicht. Mann gegen Mann! Schön für dich. Schön für dich. Warum auch immer er es zweimal gesagt hat. Oh Gott, wer fällt da zurück? Das ist Pozzato, glaube ich. Hast du ihn rausgeschickt? Ja, vorhin mal. Einfach mal um zu gucken, aber das hat nicht geklappt. Ich sollte ihm mal ein bisschen Ruhe gönnen. Ja. Er hat jetzt 3 Etappen am Stück gepowert. Schön. Na, schauen wir mal. Hängst auch hinten dran, oder? Hier so. Ja, ich bin beim Port. Richie Port, also. Uns kann hier nichts überraschen. Zack, Überraschungsangriff bei der Abgänge. Es gibt es für den Kampf ums gepunktete Team 5-3-2 bzw. einen Punkt. Aber das Bergtrikot, das ist ja jetzt eigentlich nicht so wichtig. Nee. Das haben wir uns jetzt, glaube ich, beide nicht ins Ziel gesetzt. Gut, aber ganz ehrlich, das Bergtrikot fängt für mich auch erst an bei den Bergen und nicht bei den Hügeln. Ja, klar, das stimmt schon. Also theoretisch, wenn du. Wenn man noch wollen würde, könnte man das noch holen. Ja, natürlich. Die Berge, die bringen ja viel mehr Punkte. Ich glaube, gewinn mal eine Bergetappe und dann hast du es schon. Ja. Also, die andere überholt, die jetzt gesammelt haben. Ja, ist echt so. Was ich interessant finde, ist, dass ich den Pozzato nicht mache. Doch, kann ich. Okay. Ich überlege gerade, was schlau wäre, dem Boom zu sagen. Eigene Entscheidung am besten. Würde ich jetzt mal tippen. Meinst du? Ja. Weil er wird schon wissen, was er macht, ne? Mit seiner Chance. Wo ist es? Unten, ja genau, ganz links. So, Pozzato, kannst du wieder fahren, ne? Okay. Die Abfahrt ist nicht sehr steil. Das zwingt die Fahrer in die Pedale zu treten, wenn sie keine Zeit verlieren möchten. Darüber Hör mal auf, da jetzt rumzumachen. Da geht alles das Scheißprofil weg. Ja, hier. Ja. Aber warum geht's überhaupt weg? Voll der Bug. Hat 2000 Euro gewonnen. Ja? Ja, durch den Boden. Okay. Interessant. Wie geht der? Kunigo. Achso, ja, wegen Sprint und Bergrettung und so. Okay, Wenz geht mit, weil Werde geht mit. Bist du in der Everwelt, Werde? Nö. Betonko geht auch mit, ne? Ja. Ein bisschen Gas geben können wir ja mal, wenn die alle schon fahren. Ja, ja. Aber ich glaube, es bringt nicht aber wirklich Contador viel. Aber Contador ist hinter uns. Das bringt nicht viel. Die holen die ein. Ja, ich habe auch schon aufgehört. Mhm. Oh, don't care. Oh, don't care. Das oh, das don't care. Durch. Ich weiß auch nicht, was der hat. Warum ist der denn schon wieder auf Führungsarbeit? Freunde. Ja, ja. Na? Der Boom verliert gerade Abstand. Nicht, dass der jetzt durch die freie Entscheidung Scheiße macht. Nee, eigentlich nicht.
Wahrscheinlich ganz normal, weil ich meine, dem ja gerade gut Gas. Nee, er wird abgehängt. Achso. Was sollst du tun, Ulissi? Warum? Ey, Spiel! Fick dich, Spiel! Ich verstehe dich nicht, Spiel. Warum muss ich hier alle 2 Sekunden gucken, was die alle machen? Ich check's nicht. Boah, Junge. Hm? Wegen dir. Das brauchst du. Ja, was soll ich denn machen? Die fahren hier als Tempo, wo ich's nicht will. Sorry. Okay, schau mal, er ist noch mit vorne. Wer geht denn da eigentlich weg? Was ist das da vorne für ein Trikot? Ich hab keine Ahnung. Ach, Garmin. Dan Martin ist das. Okay. Dein Team nervt mich. Ich weiß nicht, warum die alle vorne fahren. Wie gesagt. Sie ist aber auch gerade hinterher, oder? Ja, ich bin schon vorne dabei. Du hast gerade mal dieses Gelbe. Mhm. Oh, einer hat Probleme. Ja. Von mir? Keine Ahnung wer, wahrscheinlich Modulo oder so. Und hier auch Vogelsang dabei. Okay. Gut, die werden alle Tempo machen für Nibali, schätze ich mal. Aber ob die hier heute schon was vorhaben? Naja, aber schlafen werden sie nicht wollen. Nee. Die werden alle wach sein. Aber ich werde jetzt hier keinen unnötigen Angriff setzen. Okay. Du? Keine Ahnung. Ja, unnötige Angriffe will keiner setzen, das ist klar. Ich glaube, da vorne, ist schon, da vorne ist schon der Boom. Scheiße. Aber hier der Backeland, ich glaube, der kommt durch. Okay. Ja, jetzt ist noch der Nibali, Froome und Horner vorne. Okay. Wollte ich mal sagen. Ja, Roland greift auch an. Warum greifen die immer so kurz vor der Abfahrt an? Ich verstehe es nicht ganz. Aerodynamik. Hm? Aerodynamik. Hm. So, einen Anstieg gibt's noch zum Ziel. Achso. Hast du mal den Flugzeug vor, oder? Ja. Oder hier. Ja, ich dann. Stimmt. Laurenz Tentam. Boah, Alter, ich seh doch nichts. Oh Mann! Da hat gerade einfach aufgehört, das ist Strandzone, weißt du? Hm. Okay. Was ist denn das? Ja, ich weiß es nicht genau. Das kann man halt jetzt nicht sagen auf die Entfernung. Das ist der letzte Anstieg, ne? Ja. Es ist Contador, tatsächlich. Boah, Alter, hier geht's 11% hoch. Das ist ja eine richtig harte Nummer, Freunde. Aber hier, der Boom, der hat es beinahe auch geschafft. Ja. Ziemlich gut. Der Boom, Alter. Der Boom. Der Ulissi, ich weiß jetzt nicht, ob der angreifen will. Ich hoffe nicht. Ich habe ihm nichts davon gesagt. Keine Chance, gell? Das ist hier so derbe steil. Oh, ein bisschen kommen wir gerade weg. Ja? Ja. Fick dich, Contador! Fick dich, Contador! Ja, ich weiß nicht. Aber der Backelands hat's geschafft. Der Backelands hat's geschafft? Ja. Ach du Kacke. Und ich hab noch aus Spaß gemeint, der macht's halt. Ja. Mhm. Aber hier Dritter. Ah! Schön. Dritter, Vierter, Sechster und Achter. Ich will titten! Ich will titten! Sag mal, und dann der Tentam. Schlecht, ne? Aber hier,
Ich habe verfickte Hoffnung. Warum? Was die Berge angeht. Ja. Gut, wir haben beide nicht viel weniger als Contador. Auch nicht viel weniger als Froome. Nee. Ja, also Hoffnung das war machen schön. Kann man sich, das stimmt. Das war eine schöne Etappe. Ja. Aber hat man schon mal gesehen, was an den Bergen geht. Und schauen wir da hin. Dritter und Vierter geworden. Geil. Mal schauen, wie jetzt die Gesamtwertung aussieht. Ja, ich hoffe mal, die Cancellaras und so haben sich jetzt langsam mal verabschiedet. Weiß, ich denke noch nicht wirklich, aber... Ja, Cancellara vielleicht. Chabanel war auf jeden Fall mit dabei vorne. Mhm. Der wird noch in Gelb fahren, denke ich mal. Da ist er auch. Pozzato immer noch Zweiter. Aber hier Mollema und Costa. Mollema und Costa. Und wir sind voll Contador. Das ist schön. Ja. Und sieht man schon, ja, den Frommen, aber der Fromme hier, der hat über 2 Minuten auf uns, ja. Na. Also das ist schon schön, wie schaut es denn hier aus? Wir können theoretisch noch 40 Minuten aufnehmen, Freunde. Ja, ich denke, warte mal, lass uns mal die Tappern. Oh. Oh, da reichen 40 Minuten nicht. Okay. Dann, meine Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das bei heißt, Daylight. 2 oder 3 Etappen sogar. 2, ja, glaube ich. 3. Okay. Ja, von vorne. In einer Folge. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Etappe ein, wenn es nach Mühlhaus geht. Ja. Ich freue mich. Bis jetzt habe ich ein sehr gutes Gefühl, was das angeht, alles. Ja, und ja, ich bin auch gespannt auf diese Etappe. Sieht sehr interessant aus. Wir müssen zusammenarbeiten, um die zu ficken an der Spitze. Richtig. Was das andere angeht. Das kommt danach. Genau. Erstmal ist es wichtig, dass wir vorne sind. Ja, und dann kann man gucken, was passiert. Tschüss.